So, Freunde, wir sind jetzt hier beim BVB-Trainingsgelände angekommen. Ich habe heute den GT mit am Start. Das ist ein öffentliches Training heute, da kann heute jeder hin. Mein Bro Alban. Hallo. Der hat hier alles geklärt. Aber ich bin super gespannt, das sind 1000 Leute oder so, ne? Willst du mit dem Golfkart fahren? Ein bisschen Style? Das ist geil. Ja? Wie heißt du für die Kamera? Björn. Björn, komm, Björn, guter Mann. Mit einem Golfkart würde ich mich sehen. Oh, was ist das für ein Service? Oh, das fährt ja übel schnell. Cool. Das ist aber nice. Ich bin noch nie in einem Golfkart mitgefahren. Bist du? Kurve ist. Oh, aufpassen, stopp, stopp, stopp. Oh, meine Kette ist abgefahren. Mahmoud! Mahmoud, nur für dich diese Liebe. Nico! Hi! I'm on by the pool. His sweet spoke. Hier, die Jungs schreien einfach Amma. Die sind süß. Aber die sollen sich aufs Fußballspiel kotzen. Dominik. Mit Dominik am Start. Das nächste Mal bist du ja auch beim Training dabei. So, aber was hattest du in Experience gerade? Ich bin ja bei Dortmund. Ich soll ja hier Fußball schauen. Neues Signing. Ah, ich mache ja heute ein Probetraining. Der neue Stürmer. So, Training ist, glaube ich, durch. Die Jungs haben sich gerade ausgelaufen. Sieht, also sah professionell aus. Ein richtig schönes professionelles Training, oder Emsi? Ja. Ja, ne? Jetzt machen die ganzen Jungs noch geile Unterschriften für... Jetzt machen die Jungs noch geile Unterschriften für die ganzen Fans. Das finde ich auch richtig cool. Alle sind hier abgezogen, ob das Sky oder RTL ist und so. Das wollen wir nicht mehr zeigen, aber wir zeigen das, weil das ist eine Ehrenaktion. Dafür muss man sich richtig Zeit nehmen. Die Spieler nehmen sich dafür Zeit. Die hätten vom Ding her jetzt Feierabend, aber die sagen so, nee, wir wollen den Leuten auch was zurückgeben. Und das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig cool. Und danach irgendwann, so in 2-3 Stunden, gehen wir schön grillen. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe noch nichts gegessen heute. Ich habe 4 Stunden gepennt, bin jetzt Aszendant 2. Stark. Und die sind so süß alle Mittag. Mach das gerne mehr. Ich bin jetzt Aszendant 2, hab dann 4 Stunden geschlafen, das ganze Setup noch mitgenommen, aufgebaut. Das sind 3 Kameras, die ich dabei habe. GoPro, alles Mögliche für die Aufnahmen gleich. Wir kicken jetzt gleich ein bisschen mit. Jungs, ich bin auch gespannt. Ich glaube, ich werde die ganze Zeit nur zucken in dieser Nicht-Zuck-Challenge. Mal schauen. Guck dich den an. 24 Monate Sub und läuft hier auf, als wäre er der König. Schlotti macht jetzt gerade ein Interview. Ich zeige euch mal, wie das ganz kurz abläuft. Die Spieler, wir harmonieren ja auch jetzt schon zusammen, ne? Auch mit den ganzen Neuzugängen. Das Team nimmt mich ja auch hier unglaublich gut auf. Also ich fühle mich hier, als wäre ich hier schon immer daheim gewesen. Die Fans sind unglaublich. Ja. Und deine Prognose für die Saison ist? Ja, also natürlich, wir versuchen oben im Treppchen dabei zu sein. Die Meisterschaft ist natürlich das, was wir anstreben so. Die Bayern werden natürlich ein schwerer Gegner. Leipzig darf man auch nicht unterschätzen. Und ansonsten gibt es natürlich immer hier die ein oder andere Ausschweifung, wo sich auch mal so ein Bielefeld nach vorne kämpfen kann. Aber ja, ich sehe uns da oben mit dabei und ich sage, ich bin fit und ich glaube, die Saison ist es für uns. Du, ganz ehrlich, ich bin jetzt 24 Monate Sub bei Amar. Die Rolle ist ganz klar, ich versuche VIP zu werden in seinem Chat, damit er mich auch mal recognize, wenn ich da auch resubbe. Und ansonsten bin ich auch einfach Nico Schlatterbeck, meine lieben Damen und Herren. Vielen Dank fürs Interview. Schlottis Karotti. Ja, manche Menschen machen Sport, dann gehen zu dir. Was soll das heißen, Digga? Ich finde, ich sehe fit aus. Ist okay. Für den Stream ist okay. Wie war zweites Training? Kannst du mal ganz kurz noch ein paar Worte dazu sagen? Sehr gut. Ich habe ein paar Leute hier gesehen, die mich sehr nervös gemacht haben. Dazu hast du gehört. Geil. Sag den Leuten, wie lange bist du schon Sub? Boah, es wird schon über 20 Monate sein. Wann hast du angefangen? Nämlich jetzt machen wir die wichtigen Fragen, nicht wie war das Training und so. Das sind die richtigen Fragen. Wann habe ich angefangen? Vor 2 Jahren. Jugendparty? Jugendparty, ja. FNCS, ja. Etc. Ja. Benji Fischi, Lecce. Geil, geil. Kamu-Zeit, ja. Das war geil. Kamu-Zeit war auch super, ja? Super. Da habe ich angefangen und da habe ich dich dann ein bisschen verfolgt. Oh, so ein bisschen.
Ja, das ist ja noch fresher in echt aus. Ihr seid in der VIP-Loge hier. Ja, in der VIP-Loge. Was geht ab, Bruder? Alles gut? Schön, dich zu sehen. Ja, lange ist her, ey. Wann bist du gekommen? Jetzt gerade? Ja, so vor einer Stunde oder so. Ich hab die ganze Zeit zugeschaut. Ja, ist geil. Digga, ihr wart ja richtig am Ackern, Alter. Das ist ja Profifußball hier, ey. Das ist nicht wie bei hier, wie heißen die? Die neu gegründete Delay Sports. Delay Sports, ein bisschen so, Alter. Bisschen hier, bisschen meine Flanke, einer läuft nicht und so. Ist nicht, Digga, das ist ja richtig krank. Ich denk mir so, was machen die jetzt? Plötzlich seid ihr ein riesen Kreis. Ich hab eh nicht durchgeblickt, was zu was gehört das. Irgendwann mit den Leibchen und so, das habe ich gecheckt. Und da kommen ja die Bälle mit, weiß ich nicht, 100 Sachen an. Was ist denn das? Dann machst du dich gut. Ja. Bist du fit? Am Anfang ist es richtig anstrengend, sag ich ehrlich. Das ist jetzt wieder Anfang, ne? Ja, am Anfang Herz geht hoch. Digga, er ist so der König hier, ne? Wie lange spielt er hier bei Dortmund? 20 Jahre oder sowas? Geistgeschwör. 2012. Ah, okay. Nee, länger. Nee, 2012. Echt jetzt? Ja. Aber gibt da hinten noch Interviews und wir gehen jetzt hier rüber auf so einen zweiten Platz. Guck mal, wie viele Plätze sind denn das? Ist es ein ganzer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riesen Gelände hier. Und da hinten machen wir jetzt eine kleine Fußball-Challenge mit den Jungs. Mr. Wild mit den Interviews. Nein. Da konnte die Fans nicht im Stich lassen. Nein, die waren süß. Die waren wirklich süß. Das sind halt, guck mal. Ein Erwachsener, der würde jetzt meinen Namen nicht schreien. Ja. Auch wenn ich das cool finden würde, aber der würde jetzt meinen Namen nicht schreien. Die Jugendlichen, für die mache ich den Tag, wenn ich darüber komme. Und das finde ich einfach geil, wenn ich das zurückgeben kann und wenn ich dafür irgendwie ein paar Minuten opfer. Die Jungs sind halt mega irgendwie auf Dampf, deren Terminkalender ist halt übertrieben voll. Ich habe mir heute den ganzen Tag dafür freigenommen. Wenn die sich jetzt einmal schnell umziehen und wir dann die Fußball-Challenge zusammen machen, ist ja auch geil für die Zuschauer dann da draußen. Ja, mega. Die haben sich auch mega Zeit genommen, die ganze Tribüne einmal lang zu laufen. Und manchmal schafft man es halt nicht, dann jeden noch mitzunehmen. Man muss es halt auch verstehen, da sind halt tausende Menschen. Ne? Überleg mal, wenn du 1000 mal eine Minute nimmst. Das dauert halt ein bisschen. Ne? Ja. Wir machen Rundell. Und damit würde ich sagen, meine lieben Freunde da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mit am Start mit den BVB-Jungs, mit Marius. Wolf, Mo! Mit Alban! Und mit Marco! Perfekt. Meine lieben Freunde, das Prinzip ist ganz leicht. Der als erstes zuckt es raus. Fertig. Jungs, ihr hattet gerade Training, deswegen ich schon. Also, ich mach ruhig bei euch, alright? Mit einer Ballberührung oder zwei, was sagt ihr? Eine? Ja, einer Ball. Also nur. Ja. Verhaltenes Gameplay hier, Jungs. Oh ja. Das will auch keiner zucken, ne? Er ist aber auch ein Stein, er ist ein Stein, komm. Du musst dich auch ein bisschen bewegen. Nee. Da ist doch kein Feeling gerade. Oh. Das war. Ich hab nichts gemacht. Hilfe. Da muss echt ein bisschen bereit sein. Hier ist. Warum furzt du einfach? Hä? Oh Mann! Scheiße, okay. Ja, dann mache ich das Commentary. Okay, das ist jetzt nur noch eine Viererrunde, meine lieben Damen und Herren da draußen. Vier Leute am Leben. Profis. Leute, bei denen es nicht zum Profi gereicht hat. Ja, ich glaube, wir müssen echt ein bisschen schneller spielen. Oh! Ja, nimm mal du da noch das Mikrofon. Herzlich willkommen und let's go! Nein! Oh, ich weiß die Zeitlupe! Zeitlupe ist eigentlich beweisen, weil das hat schon so einen kleinen Moonwalk nach vorne. Wie heißt das hier nochmal? Wow! Boah! Boah! Mach! Oh! Oh, Bro! I don't know! Ihr müsst entscheiden! Weiß ich nicht! Oh! Oh, lolo! This is over! Richtige! Du musst es auch sonst rausnehmen. Der Fuß war hoch! Klavier, oder? Damit der erste Sieger des Abends, Marco, der hat das super gemacht. Ich würde sagen,
Wir machen direkt, weil das war ein bisschen so aufwärmen, locker werden. Eine Runde machen wir noch, um ein bisschen locker zu sein. Letzi, come on! Mann, Alter. Ein Kontakt! Ha? Schon wieder alle. Ja, aber ich sehe nur. Das ist der Hüftbeuger, okay, ja, okay. Oi. Bisschen mehr Tempo reinbringen, wenn er wieder. Oh. Oh. Ja, aber ihr sagt doch gerade, ein bisschen mehr Tempo reinbringen, Jungs. Ja. Ein bisschen mehr Tempo. Scheiße! Wink ist raus, wink ist raus. Nur noch das magische Trio, Jungs. So. Marco Roy ist hier vor anderem Universum. Oh, einer hat gezuckt hier. Schiedsrichter. Wolf, ganz starke Leistung heute. Wunderbär gegen den Wolf. Ich stehe jetzt gleich. 1-1. Oh! Wunderbär! Wunderbär hat gewonnen aus den Bergen, aus den irakischen Bergen. Ich wollte einfach stoppen. Aua! War böse, ne? Ja, war sehr, 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 sehr gekonnt. Das war. War gut. Fand ich super. Aber ich wäre auch eigentlich schon dreimal rausgeflogen, aber das ist okay. Wartet ihr hier auf die Spieler oder was? Ja, klar. Ja, ich bin auch Probespieler jetzt hier. Bester Vollgas-Spieler. 1v1v1 Situation. Amar, High Ground. Er hat sich. Du Mist. Ich bin wieder, ne? Bis 22 Uhr. Hab die Million Checks, Money Business Universum. Was willst du, Dulli, jetzt? Mach es. Kannst du von mir ein Foto machen, Tom? Kannst du von mir ein Foto machen? Geil, richtig. Was willst du, Dulli, jetzt? Mach es besser. So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Rewe. Kein Placement. Aber Marius hat gesagt, ey, ich bestell alles über Flink, das ganze Fleisch. Marius, ganz liebe Grüße gehen raus, Digga. Bleib beim Fußball. Der wusste nicht, dass man bei Flink kein Fleisch bestellen kann. Außer halt so Entchen und, ja. Kann Marius grillen? Nein. Komm jetzt. Kommt ihr dann dahin? Ja, jetzt sofort, komm jetzt. Könnt ihr mir mal auch was mitbringen? Was denn? So was aus eurem Herzen, so einfach rauskommen. Komm mir mal eine kleine Überraschung. Okay, Amma macht ja eine. Muss das halal sein oder nicht? Ha? Muss halal sein oder nicht? Nein, muss nicht, aber halt 100% Rind oder? Ja, ja, ja. Okay. Ja, aber mach mir mal so kleine Geschenke. Okay. Kriegst du. Guck dich das an, Jungs. Wir sind 7-8 Leute. Du weißt, dass der Marius Wolf jetzt einen Monat den Kühlschrank hat. Weißt du, haben wir voll gemacht. Danke an alle Subs da draußen, Marius Wolf. Kann sich auch bei dem mal bedanken. Vielleicht auch mal 10 Subgifts rausladen. Karte bitte. Kleines Fazit. Da oben rechts. Ich bin krank. Warst du schon mal auf einer Baustelle? Nee. Warst du mal mit Albanern auf einer Baustelle? Nein. Bruder, da ist jedes zweite Wort da. Da, jedes zweite, aber ist geiler Ton. So, Freunde, jetzt ein kurzes Commentary. Wir sind hier als Beifahrer am Start und irgendwie fühle ich mich so ein bisschen unsicher. Warum? Ich will das nicht zeigen, warum. Ach so. Ist kein Problem, Bruder, wir sind in 4 Minuten da. Ja, okay. Laut Navigation. Ich war nochmal als Weihnachtsmann unterwegs. Und Real Talk. Ich habe den Jungs insgesamt, ich glaube, ich habe fast 8 SCUF-Controller mitgenommen. Ich weiß, dass die Jungs sehr, sehr, sehr gerne zocken und die brauchen das richtige Equipment. Guck euch das an. Das ist nicht meiner. Oh, was hat denn Steffen eingepackt, warte. Der ist leer. Ui, den Controller bekommen sie von mir. Also Abfahrt, mal schauen, wie die Jungs reagieren. Das ist aber geil hier. Ich finde, man immer wenn man irgendwo hinkommt, sollte man irgendwie Gastgeschenke haben. Also wirklich. Hast du ein Gastgeschenk mitgebracht, wo du nach Dortmund gekommen bist? Nee, ist schade. Komm noch, okay. Seid ihr leidenschaftliche Zocker, außer wo? Ey, das stimmt. Dortmund Zocker. Ich bin richtig gut mit Marco und so. Was ist kostenlos? Die Socken, Digga. Die Socken hat er auch mitgenommen von dir. Jungs, ich habe euch ein paar Controller mitgemacht. Ich weiß nicht, wer irgendwie so auf PS4, PS5, auf Xbox spielt oder sowas. Aber ich habe ein paar Controller mitgemacht für euch. Also Manu hat PS5 gesaved. Oh, nice. Das ist deine PS5. Geil. Der ist für dich.
Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hab auch PS5. Was hast du? Ich hab auch PS5. Wo? Willst du den haben? Ja. Willst du den erstmal antun? Ja, willst du den erstmal antun? Ja. Du weißt schon, ja? Du weißt schon. Willst du mach auf, Bruder. Trash! Ja, du musst mir versprechen, damit du. Damit brauchst du den wirklich auch. Nee, ich lasse ihn nochmal. Bruder, der braucht 10 Jahre, bis er damit sich mit auskennt. Nein, ich mach schon, Bruder. Marco, nimm den mal, Digga. Freunde, Setup. Das darf ich nicht zeigen? Das doch. Ja, ich kann es auch zeigen, aber es ist noch nicht fertig. Oh, darf ich überhaupt mit Schuhen drauf proben? Ja. Den hast du dir komplett zusammenstellen lassen. Mhm. Ui. Ja, Digga. Das ist eine 3090, glaube ich, ne? PS5 klassisch. Logisch, muss ja auch sein. Frankfurter Seiten, ne? Anderer Mensch. Guck mal mit dir. 85 Tempo damals schon. Oha, das ist Schabi. Wie alt warst du da? 21. Echt? 21, 22. Sieht aber sehr jung aus. Dribbling ist bodenlos, ne? 1 gegen 1. Oh! Aber haben wir auch heute gesehen, warum. Was hat sich denn da gerade so getan? Hast du noch eine hier? Es gibt eine, warte, ich hole die mal. Die 99er. Oh, guck mal hier, das. Ui, das ist. Ach, hast du auch einen Frenchie? Ja, klar. Bro, deswegen verstehen wir uns so gut. Ach, du hast ihn dir tätowieren lassen, ja, geil. Das hat eine Freundin von meinem Arm gemalt. Nochmal zur Karte zurück. Du musst 4 Jahre in Dortmund. Und so hat er sich gemacht. Hammer, stellt Sachen ein, das ist doch krank. Ja, du stellst hier gleich Sachen ein. Ich mach hier gar nichts. Nochmal Schleichwerbung. Ja. Und ich habe keine Schuhe geschenkt Schauen bekommen. Schauen wir uns das Ding. Oh, keine Schuhe hast du für ihn? Nein, lass mal jetzt. Nein. Nein, das ist Quatsch. Nein, ich brauch keine Schuhe. Heute ist Weihnachten, aber. Das ist Weihnachten vor letztem Jahr. Nein, das ist kein Weihnachten. Doch, nimm an. Boah, ich kann doch keine Schuhe annehmen. Natürlich, warum nicht? Hä, seid ihr dumm? Wie? Du hast auch mal gescheite Fußballschuhe. Welche Größe ist das? 43. Ich habe eine fette 44, glaube ich. Ja, aber Nike muss man gucken. Das ist echtes Leder, ne? Also, wir werden weiter. Echt jetzt? Ich habe auch die Schuhe immer sau eng. Erstes Training tut richtig weh. Bro, du willst mir die doch nicht schenken. Natürlich. Die hängen hier vorne in deiner Vitrine. Nein, ja, das habe ich noch 10-mal. Sogar mit Unterschrift hast du die immer. Oh, shit, lange. Tiempo, Digga. Alter, guck mal hier, was da drauf steht. Ich jetzt schon. Unleash the Wolf. Digga, Bro, ich küsse auf dein Herz. Marco hat mir nichts geschenkt, Digga. Ich danke dir. Ich sag dir ehrlich, für mich, ich spiele nur Xbox. Ja, nur. Seitdem ich auf dem PC spiele, nur Xbox. Das macht nur mehr Sinn. Das ist bestimmt ein, zwei Tage Gewöhnung und dann geht's. Ja, Sex in a